Der Sachverhalt stellt sich so dar, dass aktive Steuerfahnder von ihren Positionen wegberufen wurden, weil sie gegen eine Verfahrensvorgabe ihres Amtsvorstehers sich widersetzt haben, die nämlich dazu führen konnte, dass in erheblichem Umfang Steuerhinterziehung nicht bestraft wurde. Das ist schon viele Jahre her. Damals haben die Beamten remonstriert, wurden dann an andere Stellen versetzt und von ihrer Umgebung gemobbt, dass sie am Ende krank werden wurden und ihren Dienst langere Zeit nicht mehr versehen konnten. Als Ergebnis davon hat die Landesregierung, sprich vermittelt über die Oberfinanzdirektion, es geschafft, sie mit einem Gutachten eines Psychiaters, der mittlerweile bestraft worden ist, von Berufsgericht wegen falscher Begutachtung bzw. falscher Art der Begutachtungsaufstellung, wurden sie dann am Ende zwangsweise in den Ruhestand versetzt. Kurz gesagt geht es darum, dass im Augenblick in der hessischen Steuerverwaltung es sich so darstellt, wer sich beschwert, wird für verrückt erklärt und anschließend zwangsweise in den Ruhestand versetzt. Und das muss untersucht werden. Da wollen wir wissen, wer das veranlasst hat und außerdem, wie man damit zukünftig umzugehen beabsichtigt. Der Steuerfahnderuntersuchungsausschuss hat nach endlich gut anderthalb Jahren es geschafft, die Betroffenen zu vernehmen. So lange war es schwierig, das durchzusetzen. Und wir haben drei der vier Steuerfahnder jetzt diese Woche hören dürfen und dabei schlimme Geschichten hören müssen, nämlich wie sehr sie gemobbt wurden in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen. Das ist schon ein hartes Stück gewesen. Die Landesregierung tut so, als wenn nichts gewesen wäre. Die Landesregierung tragenden Fraktionen sind ständig dabei, zu beweisen, dass die Steuerfahnder die Betroffenen an allem selbst schuld sind, dass sie in Wahrheit gerne in den Ruhestand gegangen sind, letztendlich, dass sie sich in Wahrheit gerne haben mobben lassen. Und das kann nun wirklich nicht wahr sein. Die Landesregierung zieht sich zurück und tut so, als wenn sie gar nichts zu besorgen hätte. Dabei ist unsere Forderung sehr deutlich, man muss klären, wie es dazu kommen konnte und man muss vor allem dann Vorkehrungen treffen, dass sowas auf keinen Fall mehr passieren kann. Weil alle Bediensteten der hessischen Verwaltung haben einen Anspruch darauf, von ihrem Dienstherrn anständig behandelt zu werden. Das ist in dem Fall der vier Steuerfahnder ganz offensichtlich nicht gewesen. Und was das Schlimme ist, im Augenblick stellt sich die Regierung und die Regierungsfraktionen so dar, dass sie den Begriff Anstand im Umgang mit Menschen, insbesondere mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch überhaupt nicht kennen. Da geht es nur danach, ist das Land denn verklagt worden? Und wenn man nicht verklagt wurde, dann scheint alles in Ordnung zu sein. Das ist eine Art der Personalführung, die wir mit Nachdruck ablehnen.